Ich begrüße euch, nämlich eigentlich zu Video 2 von Klatsch und Tratsch. Die mein voriges Video gesehen haben, wird auffallen. Ja, ist es. Und jetzt mache ich mein Klatsch und Tratsch Video. Das gibt's ja nicht. Ich muss euch ja unterhalten. Seven Heaven, begrüße euch. Motorradfahren, bin voll high. Und die mein letztes Video gesehen haben, wissen warum. Ja, Klatsch und Tratsch, was gibt's Neues? KTM hat angekündigt, es wird keine 97R geben. Es wird eine 890er kommen. Angeblich. Oder ist es schon offiziell? Ich verstehe es nicht so ganz. Ja. Irgendwie so. Und schaut aber lecker aus. Und irgendwie da juckt es in meiner Geldbörse. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich, du hast einen Vogel, oder? Schaut wahrscheinlich genau gleich aus, ist anzunehmen. Oder sie machen vielleicht wirklich den Auspuff in der Mitte. Was ja oberhammer geil wäre, bitte. Ja, das. Das wäre die Krönung. Also zu dem Bike hin, was man gesehen hat als, wie sagt man da, als Study, nein, gibt es einen eigenen Namen dafür, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber so als Modell, als was könnte man sich vorstellen. Und dann ist ja auf der Seite der Auspuff kommen, wo ja viele, viele Leute enttäuscht waren. Ich auch, ganz ehrlich. Ja. Aber ich habe mich halt auf dem Bike so unglaublich wohl gefühlt und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich halt zu 97er gegriffen habe. Und die 890er, ja logisch, was heißt 890? 899 Kubik statt 799 wird wahrscheinlich du Laser, du. Wird wahrscheinlich haben 130 PS, knapp 100 Newtonmeter, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, wäre interessant. Ja, was gibt's noch Neues? Strafen über Strafen über Strafen. Ich verstehe es einfach nicht mehr. Also bei uns in Österreich ist es dieses Jahr so dermaßen extremst geworden, ja, mit den Strafen. Das ist unpackbar. Also vor allem auf den Haupt ja, da haben wir ein bisschen Traktionskontrolle. Ich fühle mich so leicht wieder auf dem Bike, obwohl ich 5 Kilo mehr habe, aber ist ja wurscht. Das ist unbelievable. Rüberall stehen sie mit ihren Drecksprüfzügen und dann ist ja das Neueste, ist jetzt immer der Rundfunk dabei. Und dann machen sie so kleine DVT-Videos und auf YouTube und die Motorradfahrer, ja, die sollten neben der Hupe auch eine Klingel haben, weil wenn die Hupe kaputt wird, dass sie dann noch klingeln können. Und der Fahrer, der weiß dann, da kommt auch ein Zweirad. Ja. Und überhaupt. Ein Püppchen. Na, ist nur ärgerlich. Aber ja. Es ist so ein Beispiel bei mir jetzt. Also ich möchte nicht sagen, ich wohne am Arsch der Welt, aber ich wohne halt ein bisschen weiter draußen. Ja, habe ich mir so ausgesucht, will mehr Ruhe, passt schon. Und noch ein Püppchen. Könnte man mitnehmen, so ein Püppchen. Aber ich glaube, es wäre nicht so lustig. Na, ich fahre mit dir nicht Fahrrad, ich fahre auf meiner Seite. Und das ist 100, ja, da ist Bundes... Jö.
Jö, meine Lover. Jetzt machen wir Folgendes. Wie die Proleten, wie ein Prolet abziehen die Jugend. Weil er kann es ja mit Mitte 30. Dafür können die 3 Tage feiern. Das kann ich nicht mehr. Naja, wurscht. Gell? Und dann kommt eine 70er-Zone, die ist voll legitim, weil Abbieger und bla bla bla. Und dann halt wieder 100. Ganz normal, ist in Ordnung. Ja? Ich bin mir 100% sicher, dass dort eh und je 100 waren. Durch. Ja? Und dann hat es irgendwann einmal Bosch, da haben sich die Leute noch gedacht, Mayo, Trottel, selbst schuld. Es gibt StVO, wenn du dich an die StVO nicht haltest, blöd gelaufen. So, dann ist das wahrscheinlich ein zweites Mal passiert, dann ist irgendwas Schlimmes passiert. Das heißt, Abbieger, Kind drin, also wirklich eine furchtbare Sache. Möchte ich gar nicht weiter erwähnen, ist nicht lustig. Also, was macht man? Man sagt 70. Weil die Menschen, den muss man ja sagen. So, ich fahre jetzt mit meinem Auto. Ich fahre 100, weil 100 ist erlaubt. Ja. Ich fahre sogar vielleicht nur 90. Damit mir ja nichts passiert. Und da ist jetzt ein Abbieger. Und dann schaue ich rechts und dann schaue ich links. Und dann schaue ich rechts und dann schaue ich links. Und dann sehe ich ein Auto. Und dann stelle ich fest, oh, soll ich oder soll ich nicht? Ja, das Auto kommt mit einem 100er da ran. Und der... Ja, das geht sich aus. Nein. Oh ja, nein. Oh ja, ich fahre. Bosch. Und genau so fahren oft Leute. Das ist unglaublich. Aber es ist genau so. Und das ist, dann muss man eine 70er-Zone machen. Ja. Anstatt die Leute einfach mitdenken. Aber ja, es gibt auch legitime Zonen. Da biegt man rechts, links, da gibt es Beschleunigungsstreifen. Das hat dann einen Sinn, ja, weil da kommen die Leute raus, da muss man keine Ampel machen und Blödsinn. Schaut, dass man vom Gas runter, dann gibt es einen Beschleunigungsstreifen. Wenn man da mit 70 kommt, geht es sich immer aus, dass da einer einreiht. Aber ja, es ist so. Wir haben es uns selbst auferzwungen, dass man für uns alles regulieren muss. Alles. Was wir essen, was wir saufen, was wir fressen. Für alles sind wir zu blöd, dick, schier. Herz hat keiner mehr anscheinend. Das ist so, so behindert. Und das Beste, was man natürlich machen kann, wo man halt noch ein bisschen Kohle kriegt, ist auch ganz klar, ist Motorradfahrer. Weil der Fakt ist auch ganz einfach. Wenn ich jetzt ein bisschen so, ich möchte jetzt nicht sagen unkonzentriert, aber als Motorradfahrer genießt man seine Freiheit, man spürt seine Umgebung viel mehr, man nimmt viel mehr wahr. Dann genießt man das und dann, weiß ich nicht, macht man Hatschi, ja, also Hatschi, ja, und dann fahren wir genau in einem Radar und dann hat man auf einmal 70 Ohm gehabt. Naja, das ist dann halt meines Erachtens blöd gelaufen. Ja. Nur so ein Gatschel. Und nein, zweite brauche ich nicht. Danke fürs Früh ankündigen. Sehr nett, sehr nett. So stellt man sich das als Motorradfahrer. Und es ist eine Katastrophe. Ja. Und dann werden ja die Motorradfahrer immer mehr. Nein, man braucht Seitenstrahler da und da und in den Speichen und es schaut aus wie ein Fahrrad. Ja. Als nächstes kann ich dann nur mehr am Fahrradstreifen fahren. Ja, mit 140 PS. Ja, das ist halt das Traurige. Das ist dieses ganze Traurige mittlerweile am Motorradfahren. Und ich,
Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich werde mein oder das Leben anderer nicht riskieren, nicht absichtlich. Wenn mir ein Fehler unterläuft, warum auch immer, ja, und mir passiert was, okay, mein Risiko. Aber ich möchte keinen anderen mit reinziehen. Und dass viele Leute, viele, die Motorrad fahren, ganz einfach falsch fahren, das haben wir eh diskutiert. Und aber dadurch, ja, durch diese teilweise Arroganz und Blödheit, genauso wie es ich vorher gemacht habe, das ist genauso ein Beispiel. Das passt eigentlich perfekt sogar. Also durch die Stadt bei 70 hochziehen um 8 Uhr. Also das behindert. Ja. Ich mache das eigentlich nicht gern. Aber ich. Ja, nein, keine Ausreden, ist Blödsinn. Ist einfach Blödsinn. Ja, ich glaube, das war genug Klatsch und Tratsch für heute. Ja. Würde mich mal interessieren, haut es mal in die Kommentare rein, was euch so in dieser Saison, in dieser Motorradsaison so richtig anfuckt. Was ihr meint, es ist komplett unnötig. Es würde mich voll interessieren. Und mit diesen... Linksabbieger? Na, passt alles. Mit diesem Wunsch, mit euch ein bisschen zu plaudern, verabschiede ich mich. In diesem Sinne, alles Liebe, euer 7 Heaven. Tschüss.